Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Video habe ich euch ja bereits gezeigt, wie man zu Hause so einen richtig guten 48-Stunden-Pizzateig herstellen kann. Diese Pizza habe ich dann aber draußen bei über 400 Grad im professionellen Pizzaofen gebacken. Dann hatte ich euch aber gefragt, ob ich euch mal zeigen soll, wie man so eine richtig gute Pizza zu Hause im stinknormalen Haushaltsofen backen kann. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Übrigens, Freunde, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst gerne einen wohlwollenden Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und lasst ein Abo da. Das ist komplett kostenlos und unterstützt die Arbeit hier richtig viel. Um die bestmöglichen Ergebnisse im Haushaltsofen erzielen zu können, Freunde, empfehle ich generell immer einen Backstahl oder einen Pizzastein. Die sind wirklich nicht teuer, das ist eine einmalige Investition. Das Ergebnis wird aber deutlich besser als auf einem ganz normalen Backblech. Denn diese Produkte haben einfach den Vorteil, dass sie besonders viel Energie speichern. In Form von Hitze und die Hitze wird einfach besser an den Boden abgegeben. Man hat einen besseren Ofentrieb und einfach mehr Freude daran. Ich packe euch einfach mal beide Produkte unten in die Videobeschreibung, das könnt ihr gerne auschecken. Übrigens werde ich fast täglich gefragt, ob man sich als Anfänger einen Pizzastein oder einen Backstahl kaufen soll. Und ich empfehle generell immer einen Backstahl. Denn so ein Backstahl kommt natürlich viel schneller auf Betriebstemperatur. Das spart Energie, das spart Zeit. Die Hitze wird viel schneller an den Boden abgegeben. Von daher sind das einfach Vorteile genug, um einen Backstahl empfehlen zu können. Wie gesagt, man kann auch einen Pizzastein benutzen. Hier muss man aber 45 bis 60 Minuten einplanen, bis er richtig heiß ist. Und hier ist man nach 20 bis 25 Minuten ready to go. So, da jetzt alle Fakten geklärt sind, hätte ich gesagt, dass ich euch mal mitnehme zu meinem Haushaltsofen und kurz was zum Setting sage. Grundsätzlich gilt für so eine richtig gute Homemade-Pizza, je höher die Temperatur im Ofen, desto besser. Deshalb müssen wir den Ofen auf maximaler Temperatur vorheizen. Da die Hitze im Ofen immer nach oben steigt, empfehle ich generell immer euren Backstahl oder Pizzastein im oberen Drittel des Ofens zu positionieren, weil hier haben wir nachher eine richtig schöne Stauhitze und die brauchen wir. Und jetzt müssen wir 20 bis 25 Minuten warten. Alexa, Timer auf 20 Minuten! So, Freunde, knapp 20 Minuten später ist der Ofen betriebsbereit. Ich habe jetzt auf dem Backstahl eine Temperatur von 260 bis 280 Grad. Mehr schafft mein Ofen tatsächlich auch gar nicht. Das heißt, wir können loslegen mit dem Ausbreiten der Pizza. Das hier ist ein 24-Stunden-Pizzateig, den habe ich gestern angefertigt. Letztes Mal habe ich ja das 48-Stunden-Pizzateig-Rezept gepostet und ich freue mich sehr über das Feedback. Vielen, vielen Dank. Ich habe mit allem gerechnet, nur nicht damit. Das freut mich sehr. Wenn ihr das Rezept zum 24-Stunden-Pizzateig haben möchtet, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann kann ich das euch auch noch zeigen. Also, wir beginnen wieder die Berührungspunkte des Teiges mit etwas Semola oder Mehl zu bestäuben. Zack. Dann empfehle ich so einen flexiblen Teigspachtel. Ihr könnt aber auch einen Pfannenwender nehmen, wenn ihr sowas nicht zu Hause habt. Dann geht ihr hier einfach an die Berührungspunkte, löst diese kurz an. Dann nehmt ihr noch ein bisschen extra Semola, geht wieder hier drunter und dann mit Selbstbewusstsein raus und in das Semola-Bett rein. Oder halt Mehl, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Ihr könnt alternativ auch Hartweizengrieß nehmen oder Hartweizengrieß kurz durch den Mixer lassen, bis die gewünschte Körnung erreicht ist, sage ich mal. So, dann wenden wir das ein paar Mal. Das dient einfach nur dazu, dass der Teig nicht so klebt. Dann bestäuben wir das Ganze nochmal mit etwas Semola. Heiliges Blechle, jetzt rutscht es runter. Auf jeden Fall, ich mache euch hier mal ein bisschen Platz. Beginnen wir wieder damit, die Luft von unten nach oben in den Rand zu drücken. Denn wir wollen ja einen Rand, der richtig schön luftig ist, von außen knusprig ist. Ähnlich wie die Pizza Napoletana. Pizza Napoletana kann man das nicht mehr nennen. Eine Art Pizza Napoletana wird das sein, weil traditionell wird die Pizza natürlich bei über 400 Grad gebacken. Natürlich kann man die Dicke des Randes auch selbst bestimmen. Wenn man jetzt einen richtig dicken Canotto-Rand haben möchte, dann lässt man den Rand einfach mehr stehen. Ich versuche den Rand heute ein bisschen kleiner zu machen. Dadurch, dass ich von der Größe her im Haushaltsofen beschränkt bin, mache ich das einfach so. Grundsätzlich ist wichtig zu beachten, dass man nicht auf den Rand drückt, weil, wie gesagt, wir möchten ja einen schönen, luftigen Rand haben. Wenn ihr dann einigermaßen mit der Größe zufrieden seid, ich mache das immer ungefähr so groß wie meine Handfläche, ja, dann nehmt ihr den Teig, legt den auf den Handrücken, schiebt das Semola zur Seite und dann könnt ihr ganz einfach unter Rotieren die Schwerkraft ihren Job machen lassen. Dabei immer wieder gegen das Licht halten, um zu gucken, an welcher Stelle der Teig zu dünn wird
Also mittlerweile kann man hier schon fast durchgucken. Und dann, wenn ihr mit der Größe zufrieden seid, legt ihr den Teig wieder auf die Arbeitsplatte. And that's it. So einfach kann das sein. Also grundsätzlich, das ist immer Übungssache. Je öfter man mit der Pizza beschäftigt ist und diese Leidenschaft verfolgt, desto besser wird das. So, jetzt nehmen wir hier köstliche San Marzano Tomatoes. Zack. Jetzt machen wir aber Folgendes. Wir werden die Pizza jetzt nur mit der Tomatensauce vorbacken, denn wir erreichen nicht so hohe Temperaturen wie im Pizzaofen. Und wenn wir jetzt schon den Mozzarella draufgeben würden, der würde einfach verbrennen. Also der würde dann braun werden und das möchten wir nicht. Wir möchten ja, dass die Toppings richtig schön bleiben. Von daher werden wir die Pizza jetzt erstmal so, wie sie ist, vorbacken für circa 2 Minuten. Dann holen wir die raus. Dann wird die final belegt mit Parmigiano, Fior di Latte, nochmal ein bisschen Basilikum. Und dann wird die nochmal in den Ofen eingeschossen und dann haben wir eine richtig köstliche Pizza. Ich habe hier so eine perforierte Pizzaschaufel. Die eignet sich ideal zum Einschießen der Pizza. Und vor allem ist der große Vorteil dieser, dass überschüssige Semola unten durchfällt und nicht im Ofen verbrennt. Ich verlinke euch gerne auch eine in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das auschecken. Oder ihr nehmt alternativ ein Holzbrett, also ein ganz normales Schneidebrett. Dort könnt ihr auch etwas Semola draufstreuen und die Pizza dann unter Rucken in den Ofen einschießen. Mit Selbstbewusstsein unter die Pizza. Und dann auf die Schaufel ziehen. Dann nur noch auf die gewünschte Größe. Zack. 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 So, so schaut das Ganze jetzt aus. Und jetzt ab damit in den Ofen. Beim Einschießen der Pizza müssen wir relativ schnell sein, denn wir möchten keine Hitze verlieren. Rein. Und dann einfach mit Gefühl, entweder mit der One-Shot-Methode oder mit zuckenden Bewegungen, in den Ofen einschießen. Okay, die Pizza war jetzt 2 Minuten im Ofen, der Rand ist richtig schön hochgegangen und das ist der Zeitpunkt, an dem wir die Pizza rausholen müssen. Zack. So. Wer übrigens so ein Auskühlgitter hat, der kann das gerne benutzen. Dann bleibt der Boden einfach ein bisschen knuspriger. Das schaut doch richtig gut aus, Freunde, oder? Schaut mal. Hier schon schön fluffy. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Für maximale Röstaromen empfehle ich, den Rand mit etwas Olivenöl einzupinseln. Ja, zack. Nicht nur für Röstaromen, also Röstaromen sind natürlich Geschmack, aber die Optik wird dadurch auch nochmal schöner, durch das Olivenöl. Und das Gute daran ist, dass ihr euch relativ viel Zeit lassen könnt jetzt bei der Sache. Und auch ist das eine feine Sache, wenn ihr zum Beispiel Gäste bekommt. Ihr könnt sozusagen 6, 7, 8, 9, 10 Pizzen so vorbereiten. Und wenn die Gäste dann kommen, einfach alle belegen, den Ofen anschmeißen und eine nach der anderen fertig backen und einfach den Abend genießen mit seinen Gästen. So, also, wir nehmen hier ein bisschen frischen Basilico oder frisches Basilikum. Das klingt jedes Mal so weird. Den Slab bitte nicht vergessen, damit sich auch die Aromen entfalten. Bisschen Parmigiano. Dann haben wir hier noch Fior di Latte Mozzarella. Da gilt auch, weniger ist mehr. Überladet die Pizza nicht, denn wir möchten die hochqualitativen Zutaten natürlich auch rausschmecken. So, dann noch einen Schluck Olivenöl. Zack. Dann schmeißen wir das wieder auf die Schaufel. Und dann darf das nochmal für 3 bis 4 Minuten in den Haushaltsofen. Und dann sehen wir uns, wenn die Pizza fertig ist. Nein, Leute, was für eine K***. Dann eben nochmal neu belegen und 2. Versuch. Zack. So. Pizza fertico. Wow. Hey Leute, also heute habe ich es nicht mit Pizza, du heiliges Blechle. Wow. Also ich bin echt begeistert. Die Pizza schaut doch für einen Haushaltsofen richtig gut aus, oder Freunde? Schaut euch das mal an. Boden. Yes, der ist auch richtig schön gebacken. Also, jetzt nehmen wir noch ein bisschen frischen Basilikum fürs Auge. Bam, bam. So, der Rand. Hey, das ist krass. Schaut mal, schaut euch mal bitte an, wie fluffig die geworden ist. Von außen schön knusprig, von innen fluffig. Aber bevor wir diese Pizza anschneiden, backe ich noch schnell eine andere. Hahaha!
Freunde, ich lieb's einfach. Pizza backen macht so Spaß und vor allem, wenn es dann so klappt, wie man sich es vorstellt, dann ist das natürlich noch viel geiler. Übrigens, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welche ihr bevorzugen würdet. Also welche dieser beiden Pizzen würdet ihr lieber essen? So, wir machen jetzt mal gemeinsam den Anschnitt. Und ja, das ist, also ich sehe es jetzt schon, der Rand ist richtig schön leicht, fluffig, genauso wie es sein soll. Sag mal, jetzt habe ich falsch geschnitten. Aha. Heiß. Und das ist krass. Freunde, zieht euch mal diesen Rand rein. Und so ein tolles Ergebnis aus dem Haushaltsofen. Also wer spätestens jetzt noch sagt, ich habe keine Lust auf Pizza backen, dann weiß ich auch nicht. Also der Aufwand ist ja minimal, Teig herstellen, ein bisschen was vorbereiten, Pizza backen und einfach die beste Pizza des Lebens zu Hause genießen. Krass, aus dem Haushaltsofen. Super nice. Schaut mal hier, die Salami. Mhm. Wie gesagt, schaut euch mal diesen Käse an, der Fiordi Latte Mozzarella, genauso muss der aussehen. Also alles, was darüber ist, ist einfach verbrannt und wir möchten hier einfach diesen Käse haben, der richtig schön Fäden zieht. Deswegen tun wir die Pizza zweimal backen. Zweimal, weil wenn wir das sofort belegen würden, wird halt einfach alles verbrennen und das möchten wir nicht. Ich hätte gesagt, dass wir das Ganze auch noch probieren müssen, Freunde. Auf euch. Das ist wirklich krass. Also das ist wirklich richtig krass. Wow. Oha. Also Freunde, es gibt jetzt keine Ausreden mehr, mit dem Pizzabacken anzufangen. Es lohnt sich wirklich. Also natürlich schmeckt das jetzt nicht so krass, wie wenn die Pizza in 90 Sekunden bei 450 Grad im Pizzaofen gebacken wurde. Aber gerade wenn man Einsteiger ist und man möchte mal in die Pizzawelt reinschnuppern, dann ist das ein absoluter Gamechanger. Probiert es bitte, bitte aus. Auf jeden Fall, Freunde, hoffe ich sehr, dass euch das Video gefallen hat. Zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst einen wohlwollenden Kommentar da. Abonniert diesen Kanal, das ist komplett kostenlos, unterstützt die ganze Sache aber hier. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr noch gerne die Glocke aktivieren, um nichts mehr über die perfekte Pizza zu verpassen. Tschüssi!